اشرقت نفسي بنور فسست في اسلامته ونيده زول ديش يتمزق بفخار denken nur den heutigen tag weil ansonsten denkst du zu weit denk nur mal was hast du heute getan heute diesen tag wir sind jetzt haben wir 17 18 Uhr 17 Leute zu reich was hast du heute für diese Religion für diese Botschaft getan für diese Botschaft wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat zu Khadija Khadija die Zeit vom Schlafen und Ausruhen ist abgelaufen Was hast du getan? Was hast du getan, als heute Morgen aufgestanden? Heute war der, hatten wahrscheinlich die meisten Arbeit frei gehabt. Was hast du getan heute? Weil das ist dein Leben. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran? Und das soll eine Eigenschaft der Gläubigen sein. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wahrlich, mein Gebet und meine Opferrite und Mein Leben und mein Tod sind für Allah, den Herrn der Welt. Das heißt, dein ganzes Leben. Islam ist nicht eine Religion, ja, wo man sonntags irgendwo mal in die Kirche geht. Oder man geht freitags einfach zum Freitagsgebet. Weil viele Leute denken, das wäre Islam. Ach ja, ich gehe ja freitags immer zum Freitagsgebet. Und der Scheitan kommt zu ihm und sagt, ja, du bist ja gut. Du gehst freitags zum Freitagsgebet. Guck mal, der da hinten, der trinkt Alkohol und hat... fünf Freundinnen und nimmt Drogen und knackt Autos. Ja, aber du guckst den an. Aber das ist der falsche Maßstab. Du musst nicht nach unten gucken, du musst nach oben gucken. Du musst dich vergleichen mit den Sahaba, subhanallah, radiallahu anhu. Mit den Leuten, die mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewesen sind. Du musst dich an den Propheten orientieren, sallallahu alaihi wasallam. Natürlich wirst du nie die Stufe vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erreichen. Aber du musst wenigstens versuchen, so zu leben wie er, so zu glauben wie er, so sich zu verhalten wie er. Das musst du versuchen. Warum? Was ist der Beweis dafür? Hat Abu Hamza gesagt, ihr Vogel? Nein. Allah sagt das im Koran. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Und an die Gefährten, an die Propheten. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ Ihr habt dort schon ein Vorbild in Ibrahim und denen, die bei ihm waren. An diesen Leuten muss man sich orientieren. Schau dir an, wie diese Leute gelebt haben, wie diese Leute für Islam alles gegeben haben. Subhanallah, Umar al-Khattab, als er gestorben ist, ist erstochen worden in der Moschee. Weil wir müssen uns erstmal der Bedeutung bewusst werden, was es heißt, ein Muslim zu sein. Und was es heißt, den Islam zu haben. Welche Gnade das ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil viele Leute sind sich dessen nicht bewusst. Weil viele Leute sind nur Namensmuslime. Was hast du für Islam getan? Bist ja Wochen in die Disco gehen, bisschen Dancing. Was hast du von Islam überhaupt? Du bist in der Schule durchgefallen. Ja Mann, ey. Wie redest du? Du hast etwas geschafft, der sagt, boah, hab ich gut gemacht. Wo ist Alhamdulillah? Wo ist Subhanallah? Wo ist Mashallah? Wo sind die Sachen? Nirgendwo sind die. Wenn du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Raqib ist, der dich beobachtet, meinst du, da wird jemand ins Bordell gehen und er weiß, dass es haram ist? Allah wird dich sehen. Wenn du weißt, Allah al-Sami', der Hörende, er hört das, was du sagst, dann wirst du nicht über deinen Bruder reden oder irgendwelche anderen Sachen machen. Hast du es wirklich verinnerlicht? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Wenn einer das Asr-Gebet verpasst, ich rede nicht von allen Gebeten, wenn jemand das Asr-Gebet verpasst, das ist so schlimm, als wenn er seine ganze Familie verliert und sein ganzes Vermögen. Inna Allah yuhibbul ladhina amanu. Alhamdulillah. Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die glauben. Allah, mach uns zu denjenigen, die du liebst. Amen. Weil es gibt viele Leute, die behaupten, dass Allah sie liebt oder dass sie Allah lieben. Aber wichtiger, dass du Allah liebst, ist, dass Allah dich liebt. Und diejenigen, die glauben, die sind heftiger in der Liebe zu Allah. Diejenigen, die glauben, sind heftiger in der Liebe zu Allah. Aber Islam ist das, was dich befreit. Islam ist das, was die Menschen von Zulumat zum Nur, zum Licht bringt. Von der Dunkelheit ins Licht, von der Dunkelheit vom Götzendienst, von der Dunkelheit des Dienstes an die eigenen Nefs und des Scheitan, zum
Ibadah Rahman. Und derjenige, der es hier macht, der hier Allah dient, der wird eine innere Zufriedenheit bekommen. Und er wird standhaft sein in all seinen Problemen. Und der Muslim, was sagt der? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ich gehöre Allah, zu ihm gehöre ich zurück. Alhamdulillah. Der Muslim ist standhaft in jeder Situation, weil er Allah dient. Deswegen sagt der Prophet, dass alles, was dem Muslim geschieht, gut für ihn ist. Schau dir einen richtig gläubigen Muslim an.